11. Juli 1941. Die Flucht. Er hätte nie geglaubt, dass er so lange rennen kann. Vom Friedhof. In den Wald. Über die Felder. Und immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. 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 Immer weiter. Immer weiter. Komm jetzt, wir müssen los. Kannst du laufen? Ich helfe dir. Valeska! Valeska! Zu viele Dinge durch den Kopf. Ich weiß nicht, wo wir hingehen sollen. Ein Suchtrupp. Schnell, versteckt euch. Was für ein Albtraum. Meine Mutter, mein Bruder, Rebecca, die Kahns, die Seligmanns. Als ich kurz vor der Haustür war, erschien die Bäuerin mit einem Eimer in der Hand, schüttete seelenruhig Wasser auf das Beet und begrüßte mich ganz freundlich. Die Deutschen mussten nicht selber töten. Es reichte, unsere Nachbarn anzustacheln. Der Marktplatz, meine Mutter, die Scheune. Wer verliert, muss für alle große Schweinekoteletts mit Kartoffeln machen. Dillkartoffeln? Ja, oder Petersilienkartoffeln. Oder Pierogi-Taschen mit Füllung. Mhm. Ich hätte gern Bigosch mit Waldpilzen. Kein Problem. Also los, spielen wir!